Ich bin sehr sauer, sehr, sehr sauer. Und da ich daraus gelernt habe, dass man keine 30-Minuten-Videos mehr macht, weil mir ging es danach wirklich nicht mehr gut, dieses Gesicht kann ich mir nicht mehr so lange hintereinander geben. Teilen wir das Ganze mal auf. Ich sag euch mal so vorab, ich will euch erstmal hypen auf das nächste Video, deswegen bekommt ihr heute euren ersten Teil. Viele Muslime werfen KuchenTV im Moment Islamfeindlichkeit vor. Doch warum das Ganze? Das Ganze hat angefangen, als ABK diesen Song von KuchenTV gezeigt hat. Allahu Akbar. Das hat mit Islam nichts zu tun. Ich ficke Ziegen, das hat mit Islam nichts zu tun. Und zwangsheirate Kinder, das hat mit Islam nichts zu tun. Das Video hat Aufmerksamkeit bekommen, Wellen geschlagen, aber das Video ist 6 Jahre her. Will man jemanden dafür verurteilen, dass er sowas vor 6 Jahren getan hat? Eigentlich eher nicht. Doch singt ein Mensch, der es bereut hat, diesen Song zu veröffentlichen und nicht mehr dahinter steht, diesen Song, während er diesen Song im Jahre 2021 nochmal hört, anstatt sich dafür zu schämen, sowas überhaupt aufgenommen zu haben? Nein, so gottlos ist doch kein Mensch. Das hat mit Islam nichts zu tun. Zieht das Argument eigentlich, was manche Fans von ihm benutzen, welches besagt, dass er nicht den Überblick über jedes Video hat, was er jemals veröffentlicht hat? In der Hinsicht auch nicht, denn wie du es selber gesagt hast im Stream. So, und ich hätte das Video halt auch schon vorher runtergenommen, aber wie gesagt, es ist halt einfach nicht in meinem Dunstkreis gewesen. So, also ich stehe da ja nicht erst seit heute nicht mehr hinter, sondern ich finde das ja schon seit Jahren cringe, sonst hätte ich ja seit Jahren noch solche Sachen nicht einfach so plump gesagt. Du hast witzigerweise auf Madeira zu Unge privat über die Songs gesprochen im Auto und du hast da schon gesagt, die sind echt cringe, muss ich mal offline nehmen. Stimmt. Hätte ich das mal da schon gemacht, dann hätte er ja keinen Punkt gehabt, Alter. Ah, jetzt verstehe ich. Also du hast diesen Song ja doch nicht vergessen, aber davor war der Hate gar nicht so groß, deshalb braucht man das auch nicht offline zu nehmen. Junge, das dann dazu, dass man sowas angeblich bereut oder nicht mehr dahinter steht. Das ist einfach ein Bluff. Ein Bluff von A bis Z. Er macht das nur, damit sein zerstörter Ruf nicht weiter zerstört wird. Aber egal, nicht nur ich, sondern auch mein Bre Ahmad haben KuchenTV jeweils auf ein Video aufmerksam gemacht, welches er im August 2019 hochgeladen hat. Und zwar ging es um das Video, wer ist schlimmer, Islam oder Nazis? In diesem Video ging es darum, was schlimmer für homosexuelle Menschen ist. Der Islam oder Nazis? Fiel die Antwort auf Islam, hat KuchenTV nichts dazu gesagt und hat gelächelt. Fiel die Antwort auf Nazis, hat KuchenTV die Person dazu gedrängt, dass sie ihre Meinung ändern. Was ist für Homosexuelle schlimmer, Nazis oder der Islam? Wow, das finde ich schwierig zu beantworten. Ich würde, also, was heißt das für dich schwierig? Eigentlich ist es nicht schwierig. Nazis, immer. Nazis. Wieso? Weil grundsätzlich, was ist am Islam schlimm? Erstmal, also in dem Iran werden Schwule umgebracht zum Beispiel, ne? Okay, aber wir leben ja erstmal hier und hier würde ich sagen, Nazis auf jeden Fall. Aber es geht allgemein nicht um hier, sondern ich meine jetzt so weltweit. Ja, aber im Iran werden Schwule umgebracht, okay, aber ist der Iran der ganze Islam? Nein, natürlich nicht, aber in vielen islamischen Ländern gilt ja die Scharia und da werden Schwule umgebracht. Klar sind wir da auch absolut gegen, finden wir nicht gut, logisch. Trotzdem, also wenn es ein Entweder-Oder-Spiel ist, dann Nazis. Wer ist für Homosexualität schlimmer, der Islam oder Nazis? Der Islam. Wieso? Nazis. Nehmen wir an, Neonazis sind gemeint. Nehmen wir mal die AfD als klassisches Beispiel für so Neonazis. Die haben ganz vorne eine Lesbe, Alice Weidel, an prominenter Stelle. Ich wüsste vor keiner Religion. Also nehmen wir nicht die AfD, nehmen wir mal so der dritte Weg oder die NPD, also schon so Hardcore, wo auch wirklich Leute drin sind, die so nach außen hin das auch verkörpern. Soweit ich weiß, ist auch die NPD voller Lesben, na, auch blöd formuliert, aber die hat auch welche an Bord. Und beim Islam wäre mir nicht bekannt, dass irgendwelche Menschen, die nicht gerade heterosexuelle Männer sind, irgendwie oben was werden könnten und oder einen Ton angeben könnten. Welcher Ayatollah war mal eine Frau? Ich kenne keinen. Mich hat dieses Video schockiert, sage ich euch offen und ehrlich. Und ich habe KuchenTV danach aufgefordert, das Video privat zu stellen, weil das einfach meiner Meinung nach nicht geht. Dieser Vergleich ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Das Video ist für Moslems sehr provokant und sehr unangenehm. Doch KuchenTV hat es bis heute nicht privat gestellt. Ein Ahmad hat das Video im Juni 2021 gemacht. Im Juni, vor fast 5 Monaten. Das Video ist einfach immer noch online. Und dann kommen wir zur letzten Auseinandersetzung von mir und KuchenTV in diesem Themenbereich. Es gibt ein Video von KuchenTV, welches im April 2017 veröffentlicht wurde und den Titel "Ist Beats bauen Haram" trägt. Da geht es darum, dass jemand auf gutefrage.net sagt, dass es Haram ist, Musik zu machen und ob es dann auch Haram ist, Beats zu bauen. Und diese Antwort ist wirklich Haram. Ich habe das auf Insta in meine Story gepostet. Schaut euch mal einfach diesen Clip an. Ist Beats bauen Haram, um damit einen Song zu komponieren? Hey, ich habe ein kleines Problem. Ich möchte echt gerne rapen, was ich echt gut kann. Würde
würde aber trotzdem den Weg nicht gehen, da Musik Haram ist. Mich würde aber interessieren, ob Beats bauen für Songs, die ich nicht rappe, Haram ist. Danke schon mal. Ja, also eigentlich ist alles Haram. Also lass es am besten einfach. Also ich meine, du kannst natürlich jetzt das Risiko eingehen, Beats zu bauen, ne? Aber wenn du dann vor Allah stehst, den es ja auf jeden Fall gibt, das ist ja bewiesen, der würde das nicht gut finden. Und der würde dich dann in einem Freestyle zerficken und dann kommst du in die Hölle. Also ich würde es garantiert nicht machen, das ist echt ziemlich Haram. Aber es ist wahrscheinlich genauso Haram, in einem Forum zu posten, wo wahrscheinlich mehr als die Hälfte christlichen Glaubens ist. Wallah, der hat mich dann 1:1 gefragt, was daran islamfeindlich sei. Digga, zufällig machst du dich lächerlich darüber und sagst in einem sehr ironischen Ton, dass es ja bewiesen wurde, dass es einen Gott gibt. Und danach haust du noch raus, dass Allah diesen Typen in einem Freestyle zerficken würde und er dann in die Hölle kommen würde. Du machst dich von A bis Z darüber lächerlich und sollst nicht islamfeindlich sein. Also meiner Meinung nach ist das mehr als nur islamfeindlich. Aber auch hier hat er das Video nicht offline genommen und vor allem vergleiche dann diese Situation von ihm mit der von John. Nein, guck mal, das ändert überhaupt nicht so. John Broke hat doch, guck mal, das Video als von John Broke, was da gezeigt worden ist, ja, das wurde offline gestellt, tatsächlich, stimmt doch, habe ich auch in meinem Video gesagt, aber John Broke ist ja immer wieder in seine Laufbahn damit aufgefallen, so, ne, mit Persia X. Er hat sich immer dafür gerechtfertigt, ne, also, aber nur, das ist halt passiert, so ist bei Persia X passiert, 2019, glaube ich, nochmal. Dann jetzt, irgendwie 2021, hat er ja auch gesagt, ist das ein Mann oder eine Frau? Und er hat sogar die Leute da die Frau da halt beleidigt, sehr krass halt, ne, so, das sind ja auch alles aktuelle Dinge, also, ja, okay, dieser eine Ausschnitt ist halt offline, aber es gab ja mehrere, wo das halt der Fall ist und das passiert ja immer wieder, könnte man halt auch sagen. Ja, nee, John, der noch nie explizit etwas gegen die LGBTQ-Community gesagt hat, hatte selber Schuld, weil er sich mit Personen damals gebieft hat, die von ihm beleidigt werden wollten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Du hingegen hast Videos rausgehauen und davon sehr viele gegen den Islam. 2015 die Islam-Parodie, 2016 Allah der Basketballspieler, 2017 der Islam gehört nicht zu Deutschland, 2019 der Neuseeland-Tweet, im selben Jahr, was ist schlimmer, Islam oder Nazis? Und diese ganzen Sätze, die du in deinen Streams gesagt hast, noch im Jahre 2021, die ABK alle schon aufgedeckt hat. Der große Unterschied ist, dass Jan nicht das Video offline genommen hat, nachdem er kritisiert wurde, sondern schon viel früher, weil egal ob er nur eine Person meinte, er stand nicht mehr dahinter und hat alle Videos zur selben Zeit offline genommen. Warum werden deine Videos erst nach der Kritik offline genommen? Warum? Isam Bayern hat das in seinem TikTok sehr gut zusammengefasst. Wer bin ich? Ich lade ein Video auf YouTube hoch, wo ich kleinen Kindern Gruppensex anbiete. Ich habe natürlich nur Spaß gemacht, doch Leute haben mich dafür kritisiert und deswegen habe ich das Video dann irgendwann mal runtergenommen. Ich habe auch ein Video hochgeladen, wo ich aus Spaß pädophile Aussagen getätigt habe, um jemanden zu pranken. Auch da wurde ich kritisiert und deswegen habe ich dann im Nachhinein das Video runtergenommen. Außerdem habe ich auch ein Video hochgeladen, wo ich über den Islam sehr kritisch gesprochen habe und teilweise wirklich diskriminierende Aussagen getätigt habe. Das Video wurde dann auch von vielen Leuten kritisiert und im Nachhinein sehe ich das irgendwo ein und habe das dann einfach runtergenommen. Und auch habe ich ein Lied über den Islam geschrieben. Dort nenne ich unter anderem die Muslime Pädophile und Ziegen. Ja. Und auch das Video wurde von mir kritisiert und im Nachhinein denke ich so, komm, das ist alt und so, ich stehe sowieso nicht mehr dahinter. Ich habe es dann auch runtergenommen. Und für die NPD, für sie habe ich auch geworben. Wurde dafür auch kritisiert, habe das Video aber dann runtergenommen. So ein schlechter Typ bin ich doch nicht. Wer bin ich? Als allerletzten Punkt möchte ich mich auf einen Satz von KuchenTV von seinem IGTV-Statement beziehen. Und zwar wollten Leute das Video von KuchenTV verbreiten, damit es so viele Menschen wie möglich sehen. Dazu aufgefordert hat der Bre Hishem. KuchenTV sagt dazu: Aber wie sinnvoll ist es dann zu versuchen, dass das Video jetzt verbreitet wird und eine größere Reichweite kriegt? Dadurch sehen es doch dann noch mehr Muslime, die auch wieder angegriffen und verletzt sind. Ich meine, klar, ihr könnt das Video gerne verbreiten, aber damit macht ihr im Endeffekt ja genau das, was ihr nicht wollt. Ich meine, wenn ihr Pech habt, dann sehen das irgendwelche rechten Vollidioten, die das Ganze dann noch für ihre Propagandazwecke irgendwie benutzen und am Ende wird das irgendwie eine Hymne für diese Leute. Junge, bei diesem Aufruf, dass man dieses Video verbreiten soll, geht es ja darum, dass sich keine anderen Menschen mehr das Recht nehmen sollen, sich über den Islam lustig zu machen. Im Endeffekt wird alles komplett schlimm angesehen, egal über was man sich lustig macht. Doch macht man sich über den Islam lustig, wird es einfach komplett belächelt. Es geht doch darum, dass dies nicht mehr passieren soll. Und jetzt zur Frage, ob diese Vorwürfe gerechtfertigt sind. Eure Meinung könnt ihr euch gerne selber bilden. Ich halte mich an der Stelle bedeckt. Und jetzt kleine Hype-Hymne für das kommende Video. Was im nächsten Video geschieht. Ja, und er hat ja auch schon gesagt, dass er da einige Anzeigen auf jeden Fall am Start hat und ja, ich kann dir nur den Tipp geben, lass es. Ja, einige Anzeigen am Start hat, ne, lieber KuchenTV, mal ganz ahnungslos tun, ne. Ja, aber so an sich bestätigt sich in meiner YouTube-Szene für heute. Ich bin nicht gegen ihn vorgegangen, das kann ich euch auf jeden Fall sagen, aber ich weiß, wer es getan hat. Achso, ich weiß auch, dass der KuchenTV dem alles erzählt hat. Diese anwaltlichen Sachen, die gerade im Hintergrund bei mir laufen. Und anstatt, dass er sich dann denkt, boah, krass, das ist schon eine ekelhafte Aktion. Und ja, ich meine, wir können es ja hier übrigens auch ganz öffentlich machen. Gene hat ihn abgemahnt. Sagen wir auch ganz offen, könnt ihr auch scheiße finden oder nicht. Hast du genau deine 7000 Euro? Die habe ich dir jetzt gerade überwiesen. Ja, aber vergiss nicht, meine Freundin will ihr Geld auch haben, ne? Also wäre nice, wenn du das auch langsam mal überweist.